Die Beziehung von Tom und Kylie geht in die Brüche. Sie schreien sich ständig an und können sich gegenseitig nicht zuhören. Ihre Tochter Mary folgt ihrem Beispiel, wenn sie mit ihren Puppen spielt. Ihre Eltern geben ihr ein familiäres Beispiel. Marys Puppen hatten auch einen Kampf und zerschlugen das ganze Haus. Papa wollte alles in Ordnung bringen, aber sie konnten sich auch hier nicht einigen. Sie zerstören nicht nur sich gegenseitig, sondern auch alles um sich herum. Sie müssen zuerst ihre Beziehung aufbauen und dann alles andere. Die Liebe der Eltern ist das Fundament. Das neue Puppenhaus sollte nicht kaputt gehen. Papa baute das oberste Stockwerk und den Dachboden. Mama hat den ersten und zweiten Stock gemacht. Er ist viel größer als der alte. Marys Puppen haben jetzt ein neues Zuhause. Erstaunlich. Sie sehen wirklich aus wie Tom und Kylie. Jetzt sind sie lebendig. Es gibt eindeutig noch eine Menge Arbeit im Haus. Die Puppen planen, wie sie das Haus einrichten. Im Wohnzimmer muss es einen Fernseher geben. Und er sollte groß genug sein, um den Super Bowl anzuschauen. Übrigens haben die Puppen die gleichen Namen wie Marys Eltern. Es war ihre Idee, nicht meine. Und sie streiten bereits über die Fernseher, nichts Neues. Vielleicht muss ihre Beziehung süßer werden. Hier versucht die kleine Mary, Frieden zwischen ihnen zu schließen. Als sie sich mit einem Nachbarsjungen stritt, machte Ice sie zu Freunden. Nun, wenn sie es nicht wollen, wird sie es mit Vergnügen essen. Die Kylie-Puppe ist gut gelaunt. Sie räumt ihr neues Zuhause auf. Tom versucht, den Staubsauger zu fangen. Aus irgendeinem Grund hat er Angst vor ihm. Alles ist unter Kontrolle. Die Maximalleistung einschalten und los geht's. Oh, das ist zu viel. Jetzt ist es wirklich super stark. Alles im Haus geht in die verrückte Maschine. Sie hat sogar fast Kylie eingesaugt. Das arme Ding konnte dem Staubsaugermund kaum entkommen. Oh, Tom wird jetzt in Schwierigkeiten sein. Nicht einmal eine Minute verging ohne Streit. Es ist an der Zeit, über die Möbel nachzudenken. Die magische Welt der Puppen ist einfacher als unsere verwirrende Realität. Tom saugt einfach die teuersten Sofas mit einem Staubsauger aus einem Magazin. Und dann schießt er auf das Haus mit den Möbeln. Und das Wichtigste, Kylie hat es gefallen. Wow, Tom hat das Ziel doch noch getroffen. Mary beschloss, dass es Zeit für die Puppen war, zu schlafen und Energie zu tanken. Das Schlafzimmer ist fast fertig. Aber dieses Paar braucht offensichtlich zwei Decken oder sogar getrennte Schlafzimmer. In verschiedenen Häusern, in verschiedenen Städten, Kontinenten oder sogar Planeten. Tom war mit nichts zurückgeblieben. Jetzt ist der bequeme Schlaf ein Problem. Heute wird er sowieso nicht schlafen, aber er kann die Zeit sinnvoll nutzen. Eine Säge und Baumstämme. Er ist wie der Künstler, der eine Muse erwischt hat. Also baute Tom ein Etagenbett. Aber auch das hat seine Probleme nicht gelöst. Kylie nimmt ihm immer noch die Decke weg. Er kann sich nicht einmal in der anderen Koje vor ihr verstecken. Mary versucht sich an TikTok wie alle Kinder in ihrem Alter. Die Eltern sind mit dem neuen Hobby ihrer Tochter einverstanden, aber sie machen sich Sorgen um ihr Studium. Wie wäre es mit einem Deal? 10.000 Likes und sie kann ihre Hausaufgaben vergessen. Klingt interessant. Los geht's. Leute, liked dieses Video, um Mary dabei zu helfen, den Film zu beenden. Und die langweiligen Belehrungen werden nicht weniger. Die Tom-Puppe hat einen Kleiderschrank für die Sachen seiner lieben Frau gemacht. Und Kylie hat eine Schraube gefunden und versucht herauszufinden, woher sie kommt. Eindeutig nicht aus dem Kleiderschrank. Vielleicht aus Toms Kopf. Er hat bei der Herstellung der Garderobe schlechte Arbeit geleistet und jetzt fällt sie auf Kylie. Ihr Mann konnte das nicht zulassen. Er ist ein echter Held. Es ist alles wegen seiner Schuld. Kylie geht es absolut gut. Und es scheint, als könnten wir Tom gratulieren. Sie lachen zusammen und streiten nicht. Das ist ein Erfolg. Im magischen Puppenuniversum muss sich Tom nicht viel Mühe geben. Wenn du einen Fernseher willst, schüttel ihn einfach aus dem Telefon. Oh, fast hätte er die Fernbedienung vergessen. Wenn Kylie ihn verlässt, dann wird er das neue Mädchen einfach aus dem Trunk ziehen. Dieses Leben ist perfekt. Er muss nicht einmal in den Laden gehen, um Snacks zu kaufen. Um ehrlich zu sein, möchte ich eine Mary Doll sein, zumindest für einen Tag. Tom hatte vor den ganzen Tag lang nichts zu tun. Aber Kylie sieht es anders. Sie hat etwas Schlechtes gerochen und offensichtlich ist es Tom. Sie hat gerade eine spezielle App zum Waschen eines Kerls bekommen. Sie wird ihn gut einreiben müssen und hoffen, dass genug Seife für ihn da ist. Was für eine coole App. Das Leben des Mädchens wird damit romantischer. Tom ist jetzt einfach perfekt. Vielleicht unglücklich, aber perfekt. Aber wen kümmert's?
Hurley ist glücklich. Die Tom-Puppe beschloss, seinen Puppenschrank zu durchforsten. Er wird seine Frau um Rat fragen müssen. Es ist, als ob sie glaubt, dass er sich entschieden hat, ein zerknittertes T-Shirt zu tragen. Natürlich passt es zu seinem faltigen Gesicht. So sollte das Hemd eines Mannes aussehen. Aber sie müssen etwas mit der Mauer machen. Sie werden es später tun. Mary kaufte ein neues Spielzeug mit dem gesparten Geld von ihrem Mittagessen. Aber ihre Spiele sehen immer noch ein bisschen aggressiv aus. Es tut ihrem Vater weh, zuzusehen. Warum kann eine Puppe, die so aussieht wie er, nicht für sich selbst eintreten? Die Situation ging zu weit. Mama beschloss, dass es genug Platz für alle Puppen im Haus geben würde. Und so entstand ein neuer Charakter im Universum der Puppen. Die Jungs begannen sofort, um Carlys Aufmerksamkeit zu buhlen. Mary dachte, es gäbe zu viel freien Platz im Haus. Also brachte sie die Sachen her, die sie nirgendwo sonst unterbringen konnte. Sogar Papa gefiel die Idee, den Dachboden als Regal zu nutzen. Aber zu viel Zeug würde ihn kaputt machen. Es muss in allem eine Linie geben. Werden sie weiter kämpfen? Mary hat dieses Problem ganz einfach gelöst. Sie kann einfach alles kleiner machen und es dann ins Haus stellen. Klingt nach einer tollen Idee. Es ist gut, dass Papa starke Hände hat und weiß, wie es geht. Jungs, bittet euren Vater, das zu tun. Vielleicht klappt es ja. Es ist erstaunlich. Aber er kann sie nicht mehr groß machen. Die Hauptsache ist, dass Marys Familienleben besser wird. Das Mädchen beschloss, ihr Puppenhaus ein wenig einzurichten. Sie fand die richtigen Möbel in einer Zeitschrift. Aber ein 2D-Sofa ist nicht sehr praktisch. Da kommt Mamas Hilfe gerade recht. Papa hatte früher einen sehr flachen Humor. Sie hat ihn repariert. Jetzt hat er überhaupt keinen Humor mehr. Die Magie der Mutter brauchte einen Moment, um das Problem mit dem Sofa zu lösen. Du musst etwas nur wirklich wollen, dann wird es bestimmt klappen. Mary dachte, es wäre Zeit für die Puppen, Yoga zu machen. Die Puppen müssen flexibel sein. Carly geht es gut. Und Tom hat Angst davor, sich vorzustellen, was Mary jetzt mit ihm machen wird. Du kannst die Emotionen in seinem Gesicht sehen. Der Typ hat sich noch nie in seinem Leben gestretched. Es stellt sich heraus, dass sich nicht alles Neue gut anfühlt. Die Mutter beschloss, ihrer Tochter ein wenig zu helfen. Aber sie tat zu viel und brach sich einen Nagel ab. Es ist eine Katastrophe. Die ganze Familie kam wegen ihrer Schreie. Mama überschwemmte das Haus mit Tränen, als ob es richtig stark regnen würde. Das Dach ist nicht für solche Wetterbedingungen ausgelegt. Aber jetzt kann es sogar Hagel oder Meteoriten standhalten. Und Papa kann auch einen Nagel reparieren. Er ist ein Hansdampf in allen Gassen. Hoffentlich hat Mama danach noch ihre Hände. Wow, er ist wirklich talentiert. Sie entwickeln sich langsam zu einer glücklichen Familie. Mary hat gute Arbeit an der Hausfassade geleistet. Während Mama an ihrer gearbeitet hat, las Papa gerade ein Buch und hatte plötzlich eine geniale Idee. Er kann diese Situation nutzen. Früher hat er Mama gereizt, aber jetzt kann er ihre Nase auch von innen reizen. Sie nieste sich ihr ganzes Make-up aus dem Gesicht. Sie wird es neu machen müssen. Aber wo ist es hin? Ah, okay. Das ist peinlich. Mary arbeitete wie eine Biene und wurde hungrig wie ein Krokodil. Sie ist bereit, ein Nilpferd zu essen. Mama wollte Fastfood bestellen und Papa hat sie zum ersten Mal unterstützt. Sie sind auf dem richtigen Weg. Wie dieser superschnelle Liefertyp. Warum ist er so gut gelaunt? Er arbeitet als Bote. Er beeilte sich so sehr, dass er das Essen auf den Kopf stellte und alles schüttelte. Er hat immer noch die Dreistigkeit, auf Trinkgeld zu warten. Oh, Mama hat die Beherrschung verloren. Der Typ ist es gewohnt. Aber dieses Mal lief es gut. Mutter lernt, mit ihrer Wut umzugehen. Bumm. Alles aus dem Paket flog direkt in die Hände der schönen Familie. Was für eine Wendung. Jetzt bauen sie also den Garten auf. Er muss einen weichen Rasen haben. Und natürlich die Gartenmöbel für die Terrasse. Aber Papa war zu sehr damit beschäftigt, alles kleiner zu machen. Er hat es versehentlich mit Mary gemacht. Er hat eine Panikattacke. Papa muss alles zurückholen, bevor Mama es merkt. Puh, alles ist an seinem Platz. Und hier ist Mama. Sie trägt einen riesigen Pool. Es wird einige Zeit dauern, alles an Ort und Stelle zu bringen. Er war wahrscheinlich nur müde und nervös. Sie sollten versuchen, es gemeinsam zu tun. Sie haben es geschafft. Die Stärke der Familie liegt in ihrer Einigkeit. Tom und Carly kommen sich immer näher. Sie sind so aufgeregt, dass ihr Herz klopft.
Ein paar letzte Handgriffe und der Garten des Puppenhauses ist fertig. Gut gemacht. Gemeinsam zu bauen macht mehr Spaß, als sich zu streiten und sich gegenseitig zu beschuldigen. Mama und Papa haben 2 Tage lang keinen einzigen Streit gehabt. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Mary hat es geschafft, alle Risse in der Ehe ihrer Eltern zu kitten und sie daran zu erinnern, dass sie zusammen sind, weil sie sich lieben. Oh, Papa muss jetzt zur Arbeit. Ihr Vater wird ihr all ihre Wünsche erfüllen. Dafür hat sie ihr Essensgeld gespart. Aber, Inflation. Eine ganze Null wurde auf den Preis aufgeschlagen. Soll sie ihren Traum aufgeben und sterben? Niemals. Papa wird einen Vergnügungspark bei sich zu Hause bauen. Papa würde alles tun, um seine Tochter zum Lächeln zu bringen. Sogar eine Schaukel baut er. Sieht das nicht lustig aus? Maisie amüsiert sich prächtig. Mama ist hier, um zu sehen, wie es läuft. Sie ist beeindruckt. Sie weiß nur nicht, dass Papa ihre Wäscheleine benutzt hat und dass die ganze Kleidung jetzt auf dem Boden liegt. Er wird großen Ärger bekommen für diese Aktion. Er ist so gestresst, dass er Fieber hat. Vielleicht kann er die Kleidung damit trocknen. Maisie fragt ihren Vater nach ihrem Taschengeld. Aber so funktioniert dieser Vergnügungspark nicht. Sie muss raten, wo das Geld versteckt ist. Wird sie Glück haben? Und den Schutz finden? Hey Leute! Kommentiert unten und sagt ihr, in welchem Ballon das Geld ist, bevor sie alle platzen lässt. Mama und Papa sind sehr unterschiedlich. Und sie kämpfen weiter. Gegensätze ziehen sich an, wie es scheint. Bei diesem Tempo wird die Wand nie neu gestaltet werden. Jemand muss sich einmischen. Vielleicht Maisie? Sie liebt es, Pferde auszuschneiden. Ihre Eltern sollten mehr wie sie sein. Weniger Kämpfe, mehr Taten. Lasst uns die Wand gemeinsam dekorieren. Das wird lustig. Die Wand sollte nicht so aussehen, wie Mama oder Papa es wollen, sondern wie Maisie es will. Ein Riesenrad, umgeben von sanften Wolken. Maisie hat eine Girlande aus Karussellpferden gemacht. Perfekt. Eine Mutter zu sein ist harte Arbeit. Und es ist unbezahlt. Geschirrspülen ist langweilig. Papa hat eine coole Idee. Wir haben eine neue Attraktion. Ein Wasserspritzpistolenspiel. Abwaschen macht jetzt so viel Spaß. Du kannst nicht mehr aufhören. Wer am besten zielen kann, bekommt einen Nachtisch. Mama ist eine echte Scharfschützin. Vielleicht gibt es etwas, das wir nicht über ihre Vergangenheit wissen. Die Teller sind blitzsauber. Aber jetzt muss jemand den Boden putzen. Die Gewinnerin. Papa hat einen Irrgarten für seine Tochter gebaut. Rauszukommen wird schwer sein. Mach weiter, Maisie. Hör nie auf, nach deinen Träumen zu streben. Dieser Irrgarten ist endlos. Papa holt seine Lektüre nach, während Maisie sich verirrt. Sie hat sich total verirrt. Wohin soll sie gehen? Papa schläft schon. Mama sucht überall nach Maisie. Wo ist sie? Der Manager muss dem ein Ende setzen. Wie lange ist Maisie schon hier drinnen gefangen? Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Papa weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber Maisie hat ein paar Ideen. Papa, sieh nicht hin, sonst verdirbst du die Überraschung. Er ist wie ein Nagel, der eingeschlagen werden muss. Maisie liebt das. Papa hat ihr nicht einmal gesagt, dass das Spiel nicht repariert werden kann. Schlag das Spielzeug nicht deinen Vater. Das ist langweilig. Papas Kopf tut jetzt weh. Und Mama will, dass er putzt. Aber Papa ist für heute fertig. Papa hat sich viele YouTube-Videos angesehen und hält sich jetzt für einen Zauberer. Er hat eine tolle Show für uns geplant. Er wird seine Tochter verschwinden lassen. Maisie hat sich in eine Pflanze verwandelt. Mama ist entsetzt. Was ist das? Ein Getränkespender? Ist das dein Ernst? Mama geht es ziemlich schlecht und Papa muss ihr helfen. Noch ein Versuch. Das sollte funktionieren. Warte, das ist nicht Maisie. Oder doch? Magie ist eine gefährliche Sache. Wie können wir Maisie anstelle dieses Jungen bekommen? Der Trick geriet außer Kontrolle.
Das tat der Junge auch. Zuckerschock. Es ist schön, dass es ihm hier gefällt, aber seine Eltern suchen bestimmt schon nach ihm. Es ist an der Zeit zu zahlen. Wow, er ist reich. Netter Deal. Macy hat vergessen, ihre Eltern zu warnen, dass sie jetzt als Ordnerin arbeitet. Sie werden so schnell groß. Wir können reich werden. Oh, hallo, alter Freund. Wenn du Kinder schikanieren willst, darfst du nicht in unseren Vergnügungspark. Papa scheint beschäftigt zu sein. Oh, aber er hat keine Zeit, den Müll rauszubringen. Mama wird wütend. Er bastelt gerade an einem Modellauto für Macy. Papa ist ganz in seine Tabellen vertieft. Aber jetzt weiß Mama, wie man multitaskingfähig ist. Warum den Müll wegwerfen, wenn Macy damit herumfahren kann? Zum Beispiel, wenn sie ihn in ein Auto verwandelt. Sie liebt dieses Auto. Wen kümmert es, wenn es Beine statt Räder hat? Entschuldigung, beachte das Tempolimit. Hier ist dein erster Strafzettel. Mach ein Foto, dann hält es länger. Wir müssen das Auto für die Ermittlungen beschlagnahmen. Papa hat eine gute Idee. Ein Trampolin, damit Macy bis in den Himmel springen kann. Mache einen Rahmen aus alten Metallrohren. Der Rahmen ist fertig. Was werden wir für das Trampolin selbst verwenden? Oh, er hat eine alte Lederjacke. Mama mag Papas Erfindung. Er hat ein großes Opfer für seine Tochter gebracht. Das Universum gibt ihm dafür eine große Belohnung. Er liebt Macy so sehr. Hier ist eine neue Attraktion. Ein Spukhaus? So unheimlich. Ist es Huggy Wuggy? Nein, es ist der Zahnarzt. Wie viel kostet das? Igitt. Jeder Vergnügungspark braucht Popcorn. Sogar einen Vergnügungspark zu Hause. Mama wird hungrig und will Fernsehen. Aber sie wird bezahlen müssen. Nichts Persönliches. Es geht nur ums Geschäft. Für $2 ist das alles, was du haben kannst. Wenn du mehr willst, zahlst du. Keine Rückerstattung. Papa hat eine Puppe für Macy gemacht. Du kannst ihre Kleidung je nach Stimmung ändern. Papa hat nicht gesagt, dass er mit dem Bau eines Pferdes angefangen hat und dass er kläglich gescheitert ist. Aber wen interessiert das schon? Macy ist glücklich. Sie hat auch eine Überraschung für Papa. Er wird es lieben. Ein Papierhemd und eine Krawatte. Es sieht gut aus, aber er sollte es nicht im Regen tragen. Noch ein Spiel. Mal sehen, wie gut Mamas Ziel ist. Wow, das ist wirklich toll. Macy ist super stolz auf ihre Mama. Sie kann gar nicht mehr aufhören. Alles sieht für sie wie ein Ziel aus. Das wird langsam lächerlich. Ist Papa ihr nächstes Ziel? Wow, der Ring ist an seinem Finger. Mama kann alles machen. Das ist nicht einmal das erste Mal, dass sie das mit ihm gemacht hat. Papa kann nicht aufhören. So lebendig hat er sich nicht mehr gefühlt, seit er gefeuert wurde. Der Vergnügungspark hat noch eine weitere lustige Station. Einer dieser Luftballons ist mit Wasser gefüllt. Jetzt ist alles eine Frage des Glücks. Und Papa ist der Unglückliche. Mama macht es besser. Oder auch nicht. So kann es nicht weitergehen. Hey Papa, wo gehst du hin? Er will duschen, während er spielt. Mama hat auch kein Glück mehr. Die Nachricht über den Vergnügungspark spricht sich schnell in der Stadt herum. Oh, Springfield. Gäste bedeuten Geld. Wir können das Geld jetzt gut gebrauchen. Die Gäste lieben die vielen Spiele und Fahrgeschäfte. Sie haben so viel Spaß. Und es wird ein bisschen unruhig. Vielleicht hätten wir einen richtigen Wachmann einstellen sollen. Ein einziges Kind ist schon schlimm genug, ganz zu schweigen von einer ganzen Gruppe. Hoffentlich überleben das ihre vier Wände. Papa hat so hart gearbeitet, um das alles auf die Beine zu stellen. Und jetzt sieht er zu, wie sie zerstört wird. Wenigstens hat die Rutsche überlebt. Oder auch nicht. Die Eltern haben so hart für Macy gearbeitet. Und ihr Einsatz hat sich gelohnt. Jetzt muss Papa nicht mehr nach einem neuen Job suchen.
Sie sind reich. Sie können sich jetzt alles leisten, was sie wollen. Wie in einen richtigen Vergnügungspark zu gehen. Hey, Ordner, lass uns rein. Macy hat tatsächlich Hausverbot. Oder ist das vielleicht gar nicht sie auf dem Foto? Sieh genauer hin, Verlierer. Bye, bye. Macy und ihr Vater werden mit allen Fahrgeschäften fahren. Jackson und Kylie bekommen bald ein Baby. Sie sind so glücklich. Und sie haben gerade ein Haus gekauft. Sie können es kaum erwarten, das Kinderzimmer einzurichten. Aber es ist so voller Schrott. Wie geht? Gut, dass da ein Profi am Werk ist. Ihre Crew ist die beste der Besten. Jackson und Kylie werden diese Umgestaltung nie vergessen. Es gibt mehr Arbeit, als Kylie erwartet hat. Sie würde sich lieber hinlegen, während die Jungs die Arbeit machen. Jacksons Rücken tut weh. Es ist seine alte Sportverletzung. Der arme Bauarbeiter muss es alleine schaffen. Das ist sein Job. Und er wird ihn machen, egal was passiert. 2 Stunden später ist der ganze alte Krempel aus dem Zimmer. Gut, dass er es nicht weit schleppen musste. Jetzt können wir die Küche als Lagerraum nutzen. Jackson gefällt diese Idee nicht. Aber es ist zu spät, etwas zu ändern. Der Rücken des Bauunternehmers tut jetzt auch weh. Es liegt jetzt alles an Jackson. Die Wahl eines Kinderbettes ist eine ernste Angelegenheit. Und es ist teuer. Jackson spart gerne Geld. Er kann ein Kinderbett bekommen, ohne pleite zu gehen. Das Baby hat ein Kinderbett und Papa hat Geld. Kylie sollte stolz auf ihren tollen Mann sein. Sie ist kurz davor, ein Nickerchen zu machen, aber sie hat keine Ahnung, was auf sie wartet. Nun, das war früher Kylies Bett. Bei der Elternschaft geht es um Opfer, oder? Nach 6 Stunden Streit einigten sie sich schließlich auf eine Wandfarbe. Dylan ist froh, dass sie endlich eine Entscheidung getroffen haben. Aber dann haben sie es sich anders überlegt. Kylie hat die perfekte Farbe gefunden. Und die ist endgültig. Naja, fast. Jackson hat sich gerade daran erinnert, dass er blau liebt. Lassen wir die Mauer einfach so stehen. Wir könnten die Flecken irgendwie dekorieren. Das ist einfacher, als alles neu zu streichen. Ballons werden die Farbflecke verdecken. Kylies Füße sind geschwollen. Gut, dass ihr fürsorglicher Ehemann hier ist. Dylan glaubt, dass die Verbesserung des Hauses wichtiger ist als Kylies Füße. Aber Jackson hat seine Prioritäten klar geordnet. Dylan nahm an, dass Jackson einfach gerne Fußmassagen gibt. Also bot er ihm seine eigene an. Das ist schockierend unhöflich. Macht Jackson nicht wütend. Er war mal ein Profi-Wrestler. Sein Spezialgriff ist der menschliche Knoten. Dylan kommt aus Texas. Ein Cowboy zu sein liegt ihm im Blut. Diese Wolke hat die Form einer Kuh. Und Dylan wird sie mit dem Lasso fangen. Ich hab's dir gesagt. Jackson, passt auf. Er verbrachte viele Sommer auf der Ranch seines Onkels Joe. Er kann es schaffen, oder? Yeha! Mach weiter! Ups, er ist zu weit gegangen. Er braucht keinen Fensterputzer. Der arme Kerl fängt an, alles zu polieren, was er sieht. Jetzt glänzt Dylans Stirn ganz stark. Lieferung für dich. Jackson kann sich nicht daran erinnern, etwas bestellt zu haben. Aber jemand muss dafür bezahlen. Was ist da drin? Vielleicht weiß es Dylan. Dieser ganze Tüll muss für einen Baldachin sein. Kylie wird so glücklich sein, wenn sie sieht, was sie gemacht haben. Nun, es waren ihre Pakete, aber sie wollte sie bearbeiten. Der Baldachin ist toll und alles, aber die Jungs haben alles kaputt gemacht. Sie haben die Kisten vertauscht. Warum hast du nicht gelesen, was draufsteht? Jetzt hat Kylie einen Baldachin statt eines Hochzeitskleides und einen komischen Flipflop statt eines Baldachins. Das war ein harter Tag. Während Kylie sich ausruht, wird Jackson ein paar heimliche Süßigkeiten essen. Er hat versprochen, weniger weißen Zucker zu essen, aber er sehnt sich danach. Kylies Morgen fing schon gut an. Aber das war nicht von Dauer. Zuerst dachte sie, Jackson sei schwanger und nicht sie. Das wäre großartig. Aber dann hat sie es herausgefunden. Dylan kann seinen Zollstock nicht finden, um die richtige Höhe abzumessen. Jackson schlägt vor, stattdessen den Größenmesser des Babys zu benutzen. Das ist eine dumme Idee.
Aber nicht dümmer, als das Maßband zu benutzen, um dein Haar zurückzubinden. Kannst du bitte etwas reifer sein? Dylan versucht Jackson davon zu überzeugen, sich einen Traumfänger zu besorgen. Aber er kann es sich nicht leisten. Er kann einfach einen machen, indem er das benutzt, was er bei Troom Troom Trick gelernt hat. Will er damit sagen, dass unsere Videos langweilig sind? Dylan auch? Ihr seid die Langweiler. Ihr könnt nicht einmal einen einfachen Traumfänger basteln. Kylie ist hier, um sie zu retten. Schau, Kylie hat einen tollen Job gemacht. Die Jungs haben alles verschlafen. Oh, das war alles wegen des Traumfängers. Er schläfert Babys ein. Und erwachsene Babys auch. Endlich wurden die Kissen, die Kylie für ihr Baby bestellt hat, geliefert. Und natürlich beginnen die Jungs eine Kissenschlacht. Jackson ist es nicht gewohnt zu verlieren. Und Dylan verliert die ganze Zeit. Die Kissen sind kein Spielzeug. Oder Boxhandschuhe. Jackson wird ihnen den Rotz aus dem Leib prügeln. Aber alles, was herauskommt, sind Federn. Kylie ist wütend. Jackson hat sie noch nie so wütend gesehen. Also ist er begierig, darauf zu tun, was sie sagt. Dylan ist nicht so aufgeregt. Es wurde sogar noch besser als vorher. Aber dann fingen sie wieder an zu streiten. Diese beiden sind unglaublich. Kylie hat in letzter Zeit für 2 gegessen. Oder 3. Oder 100. Und Jackson unterstützt sie. Er ist der unterstützendste Ehemann aller Zeiten. Deine Jeans lässt sich nicht zuknöpfen. Zieh stattdessen einen Schlafanzug an. Kylie wusste, wie sie das Beste aus dieser Situation machen konnte. Jetzt ist alles, was das Baby braucht, genau hier. Dies ist eine Tasche für die Snacks des Babys. Wir brauchen auch ein Gänseblümchen. Jackson hat so viel Glück. Das ist auch Kylie. Jackson ist ein echter Schatz. Jackson spielt so oft Spiele auf seinem Handy. Und er ignoriert seine schöne Braut. Kylie kann sich nicht daran erinnern, wann er ihr das letzte Mal ein Kompliment gemacht hat. Jackson weiß, wie man Kompromisse eingeht. Kylies Bauch ist jetzt so rund, dass er eine ganze Statue dahinter verstecken könnte. Videospiele waren schon immer Jacksons Leidenschaft. Und arbeiten macht ihn traurig. Erst hat ihn seine Mutter nicht spielen lassen, jetzt seine Frau. Das ist so traurig. Das Baby braucht eine Spielzeugkiste. Jackson und Dylan schaffen das schon. Sie beziehen eine Kiste mit Stoff. Das war mal Kylies Mantel. Psst, nicht verraten. Sie ist froh, dass ihr Mann so hart für die Zukunft ihres Babys arbeitet. Die Box ist toll geworden. Alle Spielsachen passen rein. Gut gemacht. Jetzt können sie spielen. Sie haben sich ein paar Runden ihres Spiels verdient. Dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Dylan kann die Entwürfe für die Kissen, die Kylie haben will, nirgends finden. Die Datei ist beschädigt. Jackson versteht das nicht. Er wird versuchen, sich mit Süßigkeiten aus der Sache herauszuwinden. Dylan hat ihn zu wörtlich genommen und begann an einer Lösung zu arbeiten. Noch ein paar letzte Handgriffe und die Überraschung ist fertig. Ein Süßigkeitenkissen sorgt dafür, dass du die süßesten Träume hast. Nun, Jackson war entsetzt. Und sie haben beschlossen, es Kylie nicht einmal zu zeigen. Sie ist schwanger und zu viel Stress ist schlecht für das Baby. Ja, Dylan, dieses Mal hast du es echt vermasselt. Dylan hat nicht genug Seil, um diese Teile zusammenzubinden. Also leiht er sich ein paar von Jacksons Schnürsenkeln. Das ist perfekt. Und hält gut. Jackson hat nicht damit gerechnet, zu stolpern. Kylie wird ihm helfen, indem sie ihm ein paar Umstandsschuhe anbietet. Sie sind bequem und sie haben keine Schnürsenkel. Jackson ist seine Schlafmütze. Wenn er so weitermacht, verschläft er die Geburt des Babys. Die Spüle ist kaputt und muss repariert werden. Komm schon, Papa, repariere sie. Jackson ist großartig bei Reparaturen. Das Geräusch des Bohrers ist wie ein Schlaflied für ihn. Dylan lief vorbei und dachte, Jackson sei stecken geblieben. Er kann seinen Freund nicht zu kämpfen lassen. Er benutzt sein Gehirn und seinen Körper, um Jackson zu helfen. Aber das ist nicht gut genug. Jackson hat das so nicht gewollt. Das Kinderzimmer ist fertig. Kylie ist so glücklich. Dylan kann es kaum erwarten, sein Geld zu bekommen und in den Urlaub zu fahren. Er will nach Vegas fahren. Aber Dylans Chef findet, dass zu viel Geld schlecht für ihn ist. Und er sollte jetzt nicht in den Urlaub fahren. So können wir nicht leben.
Jackson und Carly müssen gehen. Sie haben einen Ultraschalltermin. Das ist so aufregend. Sie werden bald herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Der Arzt ist verdächtig ruhig. Jackson steht der Angststoß auf der Stirn. Gute Nachrichten. Es ist ein Mädchen. Aber warte, da ist noch mehr. Es ist ein Junge. Ihr bekommt Zwillinge. Doppelt so viele Babys. Doppelt so viel Stress. Und Spaß. Wir müssen also eine weitere Kinderwiege bauen. Willst du sehen, wie sie das gemacht haben? Verrate es uns in den...